Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Schach mit mir, dem Thorsten. Ja, dieses Schachding hier, das bringt mich so gerade so ein bisschen zur Verzweiflung. Aber ich habe es schon einmal geschafft, Leute, nämlich mit tatsächlich All-In, mit tatsächlich All-In. Und aber ich probiere es jetzt nochmal mit der Izu-Methode. Und mal sehen, ob meine Mauerbrecher da ganz gut laufen. Jo, das sieht ganz gut aus noch. King ist auch noch gut am Stissel hier. Sehr schön. Jetzt muss ich allerdings schon so ein bisschen aufpassen. Wegen den Helden hier. Das heißt, wir können hier jetzt eigentlich schon unseren ersten Helden, unseren ersten Headhunter setzen. Setzen jetzt gleich den zweiten mit dazu. Für den King. Ah ne, brauchen wir noch gar nicht. Okay. Das ist jetzt gerade ein bisschen dusselig, aber wir wollten hier unten so ein bisschen gleich was ablenken. Oh, die sind da noch am Start, okay. Ja, die sind auch nicht schlecht. Die sind hier noch am Start. Dann geben wir mal gerade ein bisschen Gas. So, da kommt jetzt der King mit dazu. Oh, 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 oh. Ah, das war jetzt ein bisschen dusselig, Leute. Das war gerade ein bisschen dusselig. Keine Frage. Weil das sollte eigentlich noch nicht passieren hier. Aber mal gucken. Mal sehen, wie wir hier weitermachen können. Das sieht aber noch ganz gut aus. Und ja, ich wollte die tatsächlich mal probieren, Leute. Weil eigentlich bin ich nicht so der Typ, der diese Herausforderungen hier so wirklich spielt. Und die spiele ich jetzt mal nach hier tatsächlich. So, ich kann, glaube ich, hier mal so ein bisschen durchheilen. Obwohl ich den Heilzauber eigentlich für was anderes benutzen sollte. Ich weiß, ich sollte das eigentlich für was anderes benutzen, aber es sollte eigentlich auch hier ganz, ganz, ganz anders laufen eigentlich. So, es sollte eigentlich auch hier ganz, ganz anders laufen. Aber okay, wir machen das mal eben. So, da muss noch ein Headhunter mit dazu. Aber wir haben das Rathaus gar nicht bekommen, ne? Auch schade. 2, 3, 4, 1. Da müsste eigentlich noch eine Luftmine sein, oder? Ja, eine ist da noch, okay. Ne, zwei sogar noch, aber das ist nicht so schlimm. Noch sieht tatsächlich sogar noch ganz gut aus. Schade, Time Fail. War das jetzt ein Time Fail? Ja, ne? Naja, egal, ich habe schon 74% geschafft, Leute. Das soll auch nur eine ganz, ganz mini Folge sein. Denn ich habe mich noch gar nicht geoutet zu dem Schachdingern hier, muss ich sagen, aber sie gefallen mir doch recht gut. Das ist auch doof, wenn man das anhakt, dass immer der Haken rein rausgeht. Aber sie gefallen mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und die Queen gab es ja jetzt schon im Pass. Heute gab es dann den King mit dazu. Und finde ich auch sehr, sehr gut. Allerdings kann man den nicht auswählen, sondern erst... Ah ne, das ist der Warden. Das ist sie, das ist der King. Wenn man den King dann auch hat. Ich bin mir bei dem King nicht ganz so sicher, Leute. Beim King bin ich mir nicht ganz so sicher. Der kostet immerhin schon wieder 11,99, aber ich muss sagen, die Szenerie jetzt noch 22 Tage wieder warten und euch einen erzählen und am Ende kaufe ich sie mir doch nicht. Ich werde sie mir jetzt einfach kaufen. Da könnt ihr mich jetzt wieder an Pranger stellen, Toto paid wieder rein. Ja, Toto paid wieder rein, weil ich finde die Szenerie einfach wirklich, wirklich schön von den Farben her und auch von den Animations her. Ein bisschen lieblos, haben wir aber schon im Streamrohr gesprochen, ist auf jeden Fall wieder das, was sich hier auf dem Kissen abspielt, weil Clash of Clans bekommt es immerhin schöne Szenerien zu erstellen, die auch so ein bisschen animiert sind und wo sicherlich der ein oder andere Content Creator sich jetzt fragt, was verbirgt sich hier hinter diesem Schloss? Ja, warum ist da der Teppich drin? Und richtig, richtig schick, habe ich auch ein kleines Video schon von gemacht, finde ich die Kerzen hier. Also die sind mal richtig, richtig cool animiert. Das sind echte Kerzen, ne? Das sieht aus, als wenn das echte Kerzen sind. Habe ich demnächst als Pausenfüller, wollte ich gerade sagen, oder als Endszene bei mir in den Streams, weil irgendein Zuschauer hat gesagt, ah, Toto, guck mal die beiden Kerzen, da kann man sicherlich was mit machen. Das stimmt, da kann man was mit machen. Habe ich auch so aufgefasst.
Und was ich allerdings auch aufgefasst habe, ist, wie gesagt, diese beiden lieblosen Dinge hier. Ich meine, hier haben sie es immerhin geschafft, das Schiff auch in Form einer Schachfigur herzustellen. Ich würde fast sagen, das ist ein Turm. Oder ja, das könnte ein Turm sein für ein Pferd. Sieht es nicht wirklich nach einem Pferd aus, aber ich glaube, das ist ein Turm. Und so richtig Schach kenne ich nicht. Ja, ein bisschen kenne ich Schach schon. Ich kann sogar Schach spielen, glaube ich. Aber diese beiden Sachen hier wieder so lieblos, einfach so dahin hingeklatscht auf das Kissen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, habe ich auch da im Stream gesagt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Entwickler hier gesagt hatten, Chefentwickler, wir sind eigentlich fertig mit der Szenerie, sie muss ja jetzt raus in den Shop, aber die beiden Sachen hier schaffen wir nicht mehr. Und der Chefentwickler sagt einfach, ach Leute, klatscht das da mal hin. Egal, die Meute kauft es sowieso. Ja, stimmt, die Meute kauft es sowieso. Also ich werde es jetzt erstmal beien. Ich werde erstmal beien. Und sehr schön. Wechseln wir auch sofort. Okay, der Kauf war cool. Ich habe die Szenerie. Sehr schön. Und halt, dann können wir die auch nutzen, die Szenerie, würde ich sagen. Chief Journey, Change Szenerie auf die letzte hier. Auf die hier Select. Und dann haben wir die schöne Szenerie hier jetzt auch drin. Also in den nächsten Wochen gibt es erstmal bisschen Schach für euch. Und morgen gibt es auf jeden Fall, glaube ich, einen Stream wieder aus den anderen Studio. Da halten wir das Ligaende auf jeden Fall fest. Es sieht, ihr habt das wahrscheinlich gestern schon gesehen, es sieht nicht gut aus bei den Herausforderern. Wir könnten absteigen und könnten uns aber aus eigener Kraft auch halten. Müssen wir mal gucken. Wir spielen momentan gegen den ersten und das sieht noch ganz okay aus, weil, okay, jeder hat einen Dreisterner gemacht. Junge, 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 Junge. Ja, gucken wir uns morgen an, Leute. Gucken wir uns morgen an. Das soll es auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Kurz und knackige Folge, weil ich wollte euch natürlich auch ein super, super, wunder, 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 wunderschönes Wochenende wünschen. Denn bei dem Wetter kann das Wochenende eigentlich nur wirklich, wirklich cool werden. Und damit bedanke ich mich auf jeden Fall für eure tolle Unterstützung. Bleibt einfach an meinem Kanal dran. Bis dahin, vielen Dank, euer Toto. Clasht!